Energetische Übergriffe sind nicht zu unterschätzen und kommen in den besten Familien vor. Trau, schau wem und frage nach dem Warum. Klienten, Therapeutenverbindungen, Coachy oder Coachverbindungen, Familien, Freundschaften, Partnerschaften, Arbeitsverhältnisse. Es gibt ja bewusste und vor allem auch völlig unbewusste Übergriffe, die ja, dir im Grunde genommen schaden, auch wenn derjenige das vielleicht nicht mit Absicht macht. Aber das kannst du herausfinden. Es gibt Übergriffe, die aus Liebe ja, passieren, die aus einer Bedürftigkeit heraus geschehen. Und es gibt Übergriffe, die wirklich aus Boshaftigkeit geschehen. Die Übergriffe, die aus Liebe geschehen, sind zum Beispiel die, wenn Muttern, vielleicht kennt das noch irgendjemand, auch wenn sicherlich schon das Alter überschritten ist, aber deine Mutter kam früher rein ins Zimmer, wollt ihr noch Kekse? Wollt ihr noch was zu trinken? Das war immer alles gut gemeint, aber trotzdem war es ein Übergriff. Ja, also meine Mom hat es nie gemacht, aber die Mama von meinem ersten Freund damals. Großartig. Und dann hatte der noch eine kleine Schwester. Also da schau bitte und prüfe. Also selbst wenn du dich jetzt vielleicht ertappst, dass du solche Übergriffe praktizierst, prüfe, warum du es machst. Und auch dein Partner, beziehungsweise, ja, man kann jetzt schlecht zu seiner Mutter sagen, Mutti, warum machst du das eigentlich? Es geht nicht. Aber das sind noch die liebevollen Übergriffe, mit denen man gut klarkommt und die man vielleicht auch sein lassen kann. Wenn gut gemeint ist, oft nicht wirklich gut gemacht. Und ich glaube, das habe ich mit diesem Beispiel ganz gut klar gemacht. Übergriffe aus Boshaftigkeit, also das komplette Gegenteil, geschehen oft aus ja, wirklich einem Mangelbewusstsein, aus Neid, aus Missgunst. Kinder werden zum Beispiel benutzt, um eine Ehe zu retten. Das ist eine Bedürftigkeit, die aber so boshaft, eigentlich schon boshaft ist und die sich auf das Kind überträgt und die ein totaler Übergriff ist. Eine Bedürftigkeit, nicht unbedingt boshaft, aber eine Bedürftigkeit ist zum Beispiel auch, wenn der Partner als Alibi benutzt wird. Ich kann nicht dies und jenes machen, weil meine Partnerin, mein Partner krank ist oder keine Ahnung. Statt dass man sagt, ich will das nicht, ich habe da keine Lust zu, nimmt man diese übergriffigen Notlügen. Aber in dem Moment greife ich auf das Energiefeld des anderen ein und das ist vielen gar nicht bewusst. Eine ja, bedürftige, böswillige Übergriffigkeit ist auch die in die ein Abhängigkeitsverhältnis entstehen lässt. Das kann eine Gruppe sein oder auch eine Ausbildung. Es gibt zum Beispiel ein sehr berühmtes Thema, das ist Charles Manson, der ja früher in den 70ern war das, glaube ich, wirklich viele Frauen abhängig von sich gemacht hat und wirklich böswillig übergriffig war und das auch nicht gut geendet hat. Und das gibt es so in der Form wie mit dem Beispiel jetzt sehr selten, aber es gibt es. Abgeschwächt. Und gerade im spirituellen Bereich, muss ich dazu sagen, gibt es viele dieser Übergriffe, weil die Bedürftigkeit des Leiters, des Lehrers, des Meisters oder wie auch immer man das zeigt, doch ganz oft noch an hoher Stelle steht und sie Menschen gruppenartig um sich herum versammeln, um eben halt Energie zu ziehen. Und das ist nicht irgendwie so ein religiöses Ding oder was die Religionen sowieso machen, aber das gibt es, ja, in den Sekten ist es schon bekannt, aber das gibt es jetzt mittlerweile auch in kleineren Kreisen und das ist dann nicht unbedingt ungefährlicher. Also prüfe wirklich, wenn du Zweifel hast und ich sage es auch nochmal hier an dieser Stelle, prüfe auch mich. Hinterfrage alles das, was ich sage und was ich mache. Prüfe es für dich, ob es auf dein Individuum passt.
wenn du das fragst, also wenn du dich mit der Energieform des oder derjenigen in Verbindung setzt und du fragst, was ist dein Warum, was ist dein Hintergrund, was ist dein Hintergedanke, denn höre bitte, bitte auch auf die Warnungen, die da kommen. Also lass diese Zweifel sein, weil er ist ja so nett, sie ist ja so lieb und wie auch immer. Es ist manchmal nicht auf eine Kuhhaut zu kriegen, wie man so schön sagt. Hier oben im Norden sagen wir das zumindest. Was es tatsächlich alles da draußen gibt. Also bitte, 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 wirklich bitte prüfe, was dahinter steht. Sobald oder wenn du in einer Gruppe bist oder in einer Ausbildung oder was auch immer und dir kommen Zweifel, du fühlst dich nicht wohl, denn traue diesen Zweifel und hinterfrage das, weil nicht du bist die, an der das falsch läuft, die vielleicht, manchmal sagt man denn auch, du bist noch nicht so weit oder das verstehst du noch nicht. Dein Bewusstsein muss sich erst noch erweitern. Also wir sind zum Glück schon grob aus diesem New Age-Gefasel raus, aber diese Gefahren bestehen immer noch. Und es ist tatsächlich auch wirklich eines meiner Aufgaben, dich darauf hinzuweisen, dich darauf aufmerksam zu machen, dass wenn dein Energiesystem dir Zweifel schickt, ob der oder diejenige der Richtige für dich ist, der dich dahin bringen kann, wo du hin möchtest, und es keine Verbindung gibt auf Augenhöhe, dann geh, bitte, bitte verlasse dieses Feld. Übergriffe erkennst du auch oft daran, dass sie sich wie Energievampire verhalten. Also das ist ähnlich, ne? Du bist irgendwo und bist danach total ausgelaugt. Und in den meisten Fällen kommen sie aber durch diese, ich habe es ja nur für dich getan, Hintertür. Also es ist wirklich eine Warnung, ja, für dich selber zu forschen, was steckt dahinter, um deinen Standpunkt zu behalten, um Klarheit für dich zu bekommen und in deine Selbstbestimmtheit zu gelangen. Das ist eigentlich der gesamte Grund, warum ich das hier zum Beispiel mache. Einen anderen Grund gibt es dafür nicht. Ich möchte, dass du eigenständig und selbstbestimmt deinen Weg gehen kannst. Wie entdeckst du jetzt zum Beispiel diese Übergriffe? Also du hast ein komisches Gefühl, das ist immer schon mal der größte Hinweis davon. Du fühlst dich klein, du fühlst dich missverstanden und gerade auch in Gegenwart einer Position, fällst du vielleicht in ein Muster, was du eigentlich gar nicht mehr betrittst. Also oft passiert es auch, dass ein Mensch in irgendeiner Situation, wo er nicht auf Augenhöhe angesehen wird oder sich selbst auch nicht in der Position sieht, klein wird und in ein Kindschema rutscht. Ne, da werden dann Frauen oder auch Männer wie kleine Mädchen oder Jungs und versuchen es dem anderen immer alles gut und recht zu machen. Ein Übergriff zeigt sich zum Beispiel auch, wenn du wirklich ein körperliches Symptom hast. Also du kriegst einen Schlag in den Nacken oder dich schießt die Hexe, ne? Oder du fühlst dich nach einem Treffen mit wem auch immer wirklich total ausgelaugt und erniedrigt und weißt eigentlich gar nicht, wo kommt das jetzt her und wieso, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Oft passiert es auch und tatsächlich oft, dass wenn man energetische Behandlung in Anspruch nimmt, auch da bitte prüfe, wirklich wer dahinter steht. Das kommt auch oft genug vor. Ich habe es öfter schon erleben müssen, dass ich beim Kollegen oder beziehungsweise beim Heilerkollegen, wo der in einer Behandlung war, bei verschiedenen Kollegen eigentlich, danach wirklich so mit so Schläuchen, also wie Matrix. Da haben die ja auch, wo das dann klar wurde, was
die Matrix ist, beziehungsweise was dahinter steht, hinter der Matrix, da hatten sie ja auch überall diese Schläuche und das war da zum Beispiel auch so. Und das ist ihm öfter passiert, weil er allerdings auch bereit dazu war, sich zu öffnen und andocken zu lassen. Und dann gibt es oft auch den Gegenpart, der es dann ausnutzt. Das muss auch nicht unbedingt böswillig passiert sein. In einem Fall war es das, in dem anderen Fall war es nicht. Aber es passiert. Und das ist das, was ich dir hier sagen möchte. Also guck und schau wirklich, wie und wie man dir begegnet und wie du dich danach fühlst, wenn du aus dieser Begegnung rauskommst. Die Hinweise dazu, es hat was mit Übung zu tun. Also je mehr du fragst, je mehr du dich auch durch Meditation mit deinem geistigen Feld in Verbindung setzt und je besser deine Fragestellung wird, umso effektiver bekommst du auch die Antworten. Und trau wirklich diesen Antworten. Also diese Welt und auch gerade diese energetische Welt und auch egal, ob es jetzt die spirituelle Branche ist oder irgendeine andere Branche, es gibt immer schwarze Schafe und es gibt immer die größte Klappe haben und wo wirklich manchmal was Negatives und Böswilliges hintersteht. Und durch das Abfragen über dein geistiges Feld bekommst du die richtigen Antworten und du bekommst auch den richtigen Impuls. Also manchmal gehört es ja auch zu einer Übung, zu einer Prüfung. Also hätte ich diese ganzen Dinge nicht erlebt oder auch bei anderen miterlebt, ich selber kenne es auch, dass man sich an mich angedockt hat, dann könnte ich dir davon jetzt nicht berichten. Dann könnte ich dich nicht darauf hinweisen, da wirklich achtsam zu sein und auf dich zu vertrauen und diese Zweifel, die hochkommen, wenn man sich denjenigen vielleicht anguckt, weil er ist ja so nett und so freundlich und so zuvorkommt, weil die dann leise werden, beziehungsweise weil diese Zweifel lauter werden und du die Antworten durch ihr leiser werden nicht richtig hören kannst. Und das ist jetzt gerade meine Aufgabe. Du kannst diese Verbindung energetisch trennen. Ich zeige dir, wie das geht. Also ich werde in der Infobox eine Meditation verlinken, die du nutzen kannst, um dich energetisch zu trennen. Da wird dir auch nochmal gezeigt oder wir gehen auf die Reise auch dahin, wie du fragen kannst, warum, wieso, weshalb. Und du kannst somit auch lernen und dich darin üben, klare Grenzen zu setzen. Es hat nicht immer was damit zu tun, dass der andere böse ist. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon dreimal gesagt. Sondern es geht einfach für dich auch darum, klar deine Grenzen zu zeigen, deinen Standpunkt zu zeigen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib sie in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail. Ich werde sie beantworten. Und ich möchte dir auch noch einen Blogbeitrag von mir zeigen, den findest du auch in der Infobox. Da geht es um energetischen Schutz und wie du den selber aufbauen kannst und wie du das für dich nutzen kannst, weil es oft wirklich die Fragestellung ist, die dir denn die richtige Antwort gibt und die dich auch schützt. Also guck in den Artikel, in den Blogbeitrag. Hol dir die Meditation zur energetischen Trennung und dann sei achtsam. Prüfe, was dahinter steht und damit ist mein Dienst denn getan, weil ich wirklich möchte, dass es dir gut geht und dass du ja, selbstbestimmt und in die eigene Verantwortung gehst, dass du eigene Verantwortung zeigst und dir traust. Ja. Also, bis dann, deine Nicole.